ihrer neuen Komödie, Bo Club, geht's um vier ältere Frauen, die ihr Sex Leben komplett auf den Kopf stellen, nachdem sie den Erotikknaller, 50 Shades of Grey, gelesen haben. Privat aber läuft bei Hauptdarstellerin Jane Fonda, die auch mit 80 noch eine der schönsten Frauen der Welt ist, nichts mehr. Das erklärte sie jetzt auf herrliche Art und Weise. "Ich date nicht mehr", erklärte die Hollywood-Diva, zwei Oscars, bei der Filmpremiere ihres neuen Streifens in Los Angeles gegenüber, Extra. "Aber bis vor ein paar Jahren habe ich das noch gemacht. Ich bin schon 80, betonte sie außerdem. "Ich habe den Laden da unten geschlossen." Was für sie gelte, können Frauen ihres Alters aber auch gerne anders halten. Freundschaft und Sex sind sehr wichtige Dinge, so die Fonda. Es ist okay für ältere Frauen, beides zu haben. Mit dem Thema Männer hat die 80-Jährige aber vorerst abgeschlossen. Dreimal war sie verheiratet, Roger Vadim, Tom Hayden, Tetona, vergangenes Jahr trennte sie sich nach 8 Jahren von ihrem Freund, Musikmogul Richard Perry, 75. Interessenten gibt es aber bestimmt genug, bei so einer schönen Frau.